Drei Redakteure, eine Aufgabe. Vom Waiblingen schnellstmöglichst nach Schondorf zum Bahnhof zu kommen. Und das trotz des Staus auf der B29. Gabriel, hier die grüne Linie, entscheidet sich, den Stau weiträumig zu umfahren und via Winnenden und Berglen Schondorf von Norden anzusteuern. Peter fährt auf der B29, wie wenn nichts wäre, und Jörg mit dem E-Bike seitlich entlang der Rems. Punkt 17 Uhr zur Berufsverkehrszeit startet das Rennen. Während Peter und Gabriel nach Norden fahren, fährt Jörg den direkten Weg durch die Innenstadt. Peter biegt auf die Südumgehung ab und wird von hier auf den B14-Teiler einschwenken. Gabriel versucht, über die Talstraße durch Waiblingen in Richtung Winnenden zu fahren. Bereits an der ersten Ampel verliert Gabriel wertvolle Minuten, während Peter schon auf der Südumgehung Gas geben kann. Jörg hat den Postplatz passiert und fährt nun entlang der Michaelskirche runter zur Rems. Gabriel verzweifelt an der Pförtnerampel zur Waiblinger Talstraße, während Jörg unten am Remsradweg schon Vollgas geben kann. Peter fährt auf die B29 auf. Überraschend, auf dem B14-B29-Teiler ist kein Stau. Gabriel passiert die Neustädter Straße. Amtlicher Fairness-Check. Peter hält sich an die Geschwindigkeit. Die Blitzanlage am B14-Teiler bricht nicht an. Gabriel zweigt nach links ab am ehemaligen Kreiskrankenhaus vorbei in Richtung Korb und auf die alte Bundesstraße nach Winnenden. Peter erreicht den Stau. Jörg schlängelt sich derweil durch das Industriegebiet in Waiblingen-Weinstein. Jörg und Peter sind jetzt etwa auf einer Höhe, während Gabriel nach Norden fährt. Im Gegensatz zu Peter, der langsam im Stop-and-Go auf die Baustelle zufährt, kann es Jörg laufen lassen. Trotz Feierabend-Berufsverkehr sind nur wenige mit dem Rad unterwegs. Gabriel nimmt noch für ein kurzes Stück die ausgebaute B14, bevor er in Winnenden am Ortseingang schon wieder in den Stau gerät. Peter bewegt sich im Schritttempo Stop-and-Go voran. Bei Jörg geht es schnell. In Endersbach wechselt er nun auf die Stuttgarter Straße. Hier ist er mit dem Fahrrad im Vorteil. Seitlich am Stau vorbei, gewinnt er zunehmend an Strecke, während Gabriel und Peter noch im Stau stehen. Jörg hat Peter überholt und liegt jetzt eindeutig vorne. Argemutig schlängelt er sich durch den dichten Verkehr zwischen Endersbach und Großheppach, bevor er hier nach rechts wegschwenkt und durch das Industriegebiet Beutelsbach wieder auf den Radweg gelangt. Auch auf der Südumgehung Winnenden konnte man schon schneller fahren, es herrscht dichter Verkehr. Und am Kreisverkehr bei Birkmannsweiler ist auch schon der nächste Stau. Peter hat sich inzwischen in den einspurigen Bereich der Baustelle eingefädelt. Von jetzt an läuft es halbwegs, nur hin und wieder stockt der Verkehr. Jörg genießt die schöne Fahrt über die Felder des Remstals. Jetzt beginnt für alle das freie Fahren. Mal schauen, wer als erster das Ziel erreicht. Take me higher, feel the fire. Give it up, give it up, give it up. All night long, all night long. Take me higher. Das überraschende Ergebnis: Nach 31 Minuten trifft Peter als erster am Schondorfer Bahnhof ein, trotz Stau und B29. Gabriel ist zu diesem Zeitpunkt gerade am Ortseingang Schondorf und wird noch einige kleinere Staus an den Kreisverkehren passieren. Jörg passiert jetzt erst das Ortszentrum von Winterbach. Aber alles in allem muss man sagen, 5 Minuten mehr oder weniger sind nicht wirklich entscheidend schneller. Keine 6 Minuten später kommt auch der Fahrradfahrer am Schondorfer Bahnhof an. Wie lange Peter und Gabriel jetzt ins Fitnessstudio müssten, um Vergleichbares für ihre Gesundheit zu tun, kann ich spontan nicht ausrechnen. Aber bezieht man diesen Aspekt mit ein, ist der Fahrradfahrer sicher der Gewinner.